ich finde die Aktion Situation sehr gut, weil es hat vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich ihnen gedroht habe mit 40 Stockhiebe für jeden Versager und kerkerhaft. Und, aber jetzt im Ernst, letztendlich ist es ja das Verdienst von Gisdol, sein Trainerstab, und auch, das muss man fairerweise sagen, von Beiersdorf. Denn der neue Vorstand, der hat ja hierzu nichts beigetragen zu diesem Erfolg. Und die Mannschaft natürlich. Ich fand es zum Beispiel sehr gut, dass Gisdol den Schweizer Nationalspieler, wie heißt der, Charoux, ne, die Armbinde weggenommen hat, weil er lief rum wie eine Diva. Und in der Situation, wenn du auf dem letzten Platz stehst, dann gibt es nur eins, fighten. Da geht es nicht um Schönspielen, da geht es nicht um Fairness, da gibt es nur eins, die Klassenerhalt. Und dann ist alles erlaubt und es muss auch alles gegeben werden. Und deshalb bin ich guter Dinge, HSV wird in der ersten Liga bleiben.